Erst mal danke auch, dass du kurz. Soll ich noch mal wiederkommen, wenn Sie gerade wichtige jetzt Sachen. Doch mal. Ja. Jetzt reicht's. Wir gehen jetzt mit. Erstmal danke, okay, dass es mit den Terminen so kurzfristig geklappt hat. Aber Sie sind die Tochter? Genau, ich bin die Tochter Ina Weiser. Und so, Frau Weiser, dann kommen Sie mal mit. Frau Weiser war ja jetzt quasi als Notfall hier mit, von ihrer Tochter gebracht worden. Und ich wollte sie natürlich so schnell wie möglich zur Ärztin bringen. Doch augenscheinlich war diese Nachricht, die sie da in ihr Handy eingegeben hat, wichtiger. Ihre Tochter hingegen hat sich sehr, sehr große Sorgen gemacht. Und wie sich dann rausstellte, war diese Sorge ja nicht unberechtigt. Ich habe gehört, irgendwas mit Bauchschmerzen, ist das richtig? Ja, ich denke, dass ich mir den Magen verdorben habe. Seit wann ist denn das so? Ja, das ist ein paar Tage, ne? Ja, also ich muss, das ist jetzt knapp seit einer Woche. Sie war vor einer Woche in Ghana im Urlaub für 14 Tage. Und seitdem sie wieder da ist, ist einfach, ich weiß nicht, es geht ja nicht gut immer mit Magen. Und jetzt war ich vor 2 Tagen noch mal da, da hat sie sich übergeben. Und okay, jetzt war ich vorhin zu Besuch und da kam mir einfach, die Haut ist leicht gelb. Und ich habe mir einfach mega Sorgen gemacht. Und deswegen habe ich einfach noch mal angerufen. Guck mal direkt mal nach. Wie ist mit Impfungen? Hepatitis A, B, Hepatitis gemacht? Habe ich gemacht. Malaria, ja, Malaria, ja, super. Wirklich auch dort regelmäßig genommen? Mir ging es gut. Ihnen ging es gut. Bei der ersten Untersuchung sind mir natürlich direkt die leichte Gelbfärbung, es war noch nicht so stark, aber die Augen waren schon deutlich gelb. Und wenn man sowas sieht, denkt man natürlich direkt Gelbsucht, also Hepatitis, Leberentzündung. Man kann natürlich auch an Galle denken, ein Verschluss der Gallenwege macht sowas. Oder man kann natürlich auch an irgendwie eine Komplikation von einer Bauchspeicheldrüsenentzündung denken. So, ich höre mal den Bauch ab. Oh, das ist aber unangenehm. Ja, der ist wie Gummibauch, richtig festgeschwollen. Blähungen haben Sie schon länger? Nee, gar nicht. Das ist Ihnen auch gar nicht aufgefallen, dass der Bauch so fürchterlich empfindlich ist. Wo ist denn mehr? Oh, jetzt. Oh, ganzen. Oh, was ist das denn? Oh, jetzt. Hier so. Oh, ich glaube, mir wird schlecht. Dann machen wir direkt. Was ist das? Wenn ihr schlecht ist, ne? Ja, wir machen direkt mal 12-Kanal. Ja. Kann sich mal aufsetzen? Strahlst den Rücken aus, den Arm, irgendwo? Nee, hier. Kannst du gar nicht lokalisieren. So im Herz, in ihrem Bauch. Ja, wir machen mal direkt einen 12-Kanal. Ne? Ja, es könnte, so wie sie jetzt gerade ist, ich meine, das passt jetzt irgendwie nicht zu den gelben Augen, zu den Skleren, aber es könnte ein Herzinfarkt sein. So, komm, wir machen mal schnell einen 12-Kanal. Das gab bei uns in der Familie noch nie. Nee, mit Herz rausgehen? Nie Probleme. Ich bin mal ganz kurz draußen. Ja. Ich bin gleich im stabilen. Alles klar, alles klar. Ja. Ja, dann wurde es auf einmal hektisch. Wir hatten den Verdacht auf einen Herzinfarkt. Wir mussten jetzt schnell einen 12-Kanal-EKG schreiben. Und da merkte ich schon aus dem Augenwinkel, der Tochter ging es gar nicht gut. Die hat dann aber auch Gott sei Dank die Notbremse gezogen und ist mal vor die Tür gegangen. Das ist besser, wenn so Notsituationen sind, wenn die Verwandten draußen sind. Mit Hochdruck geht die Ärztin dem Herzinfarktverdacht bei Patientin Anka auf den Grund. Dass die Disponentin seit ihrem Ghana-Urlaub zudem eine merkwürdige Wesensveränderung durchgemacht hat, erfährt derweil Schwester Birgit im Gespräch mit deren aufgelöster Tochter. Kannst du das mal, kannst du das ins Labor bringen? Dringend einen Tropftest und Malaria. Das andere, den Zettel reiche ich gleich nach. Frau Weise, alles in Ordnung? Ja, es war gerade einfach ein bisschen zu viel, weil ich ein bisschen Panik bekommen habe wegen jetzt Herzinfarkt und dass ich einfach viel zu spät mit ihr hier hingekommen bin, weil die hat mich halt immer vertröstet. Es war immer wirklich, nee, mir geht's gut. Und gerade den ersten Tag, so nach dem Flug, habe ich auch gedacht, okay, das ist wirklich nur einfach Jetlag. Ja, einfach Magen. Gerade wenn man irgendwo so im Ausland ist, gerade so in Afrika und so, ist natürlich oft mal was mit dem Magen oder so, aber sie haben alles richtig gemacht. Sie haben alles zu spät. Sie hat mich immer gesagt, nein, es ist alles okay. Und das war gerade einfach nur ein bisschen viel zu. Sollen wir noch mal reingehen? Ja, ich. Bisschen mal Tränchen ab. Ja, das. Das war gut, was Sie gemacht haben. Da geht Ihr Handy. Wollen Sie gerade noch telefonieren? Achso, das ist vom. Das ist Ihrer Mutter, ne? Ja, yeah, aber ich kenne den nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da dran. Das ist gut sein. Wer was will, ruft noch mal an. Ja, aber die war im Urlaub und die war auch total merkwürdig wirklich danach. Ich weiß nicht, ob das jetzt was damit zu tun hat oder. Ist Ihre Mutter alleine oder in der Beziehung? Die ist alleine. Sie hat auch noch aus dem Urlaub nichts mehr erzählt. Die war so voller Freude, ist in den Urlaub gefahren, hat nur über Ghana geredet, über nichts anderes. Kaum ist sie wieder da und ist.
Das ist Frau Walser, es ist verständlich, dass die Tochter sich Sorgen gemacht hat. Vor dem Urlaub war alles super mit der Mutter. Eine lebensfrohe, lustige Frau. Nach dem Urlaub war sie sehr introvertiert, hat nichts aus dem Urlaub erzählt, keine Fotos gezeigt. Ja, und dann dieses Foto von dem fremden Mann. Da macht man sich Sorgen als Tochter. Ja, also hier vom Herz, das ist ganz stabil, ne? Also sieht wirklich nicht so aus. Ich habe das CT angemeldet, ne? Dann hast kann man du? Direkt, ja, habe ich gemacht. Perfekt. Und im Labor, du hast Bescheid gesagt, wir kriegen Tropfen und, ne? Also ich meine, nachher können wir noch ein bisschen Stuhl abnehmen, damit wir die ganzen Infektionen da irgendwie, die in Ghana üblich sind oder vorkommen können. Müssten wir hier überhaupt mal abmachen? Wie ist, ja, mach das mal ab, genau. Hast du auch gerade einen Anruf bekommen von, ich war so ein Mann, ich kannte den nicht. Nicht jetzt. Wie ist denn das? Ist das jemand, den du im Urlaub kennengelernt hast, nein, oder? Das ist jetzt alles nicht wichtig. Du bist seit dem Urlaub einfach komplett anders. Du warst die ganze Zeit so froh, Ghana, nichts anderes außer Ghana, voller Lebensfreude, wie du sonst auch immer warst. Und kaum bist du aus dem Urlaub wieder da. Oh, was ist das denn? Also, oh. Okay, wieder? Ich habe das Gefühl, ich breche durch im Rücken. Okay, wir machen direkt mal einen Ultraschall. Eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse, im medizinischen Fachjargon als Pankreatitis bekannt, manifestiert sich dadurch, dass man halt Schmerzen im Oberbauchbereich hat, aber halt auch gürtelförmig, die typischerweise in den Rücken ausstrahlen. Übelkeit und Erbrechen sind halt weitere Symptome, die halt in die Richtung Bauchspeicheldrüsenentzündung zeigen können. Aber sogar beim Herzinfarkt kann man sowas sehen. Also insofern war von der Symptomatik eigentlich beides möglich. Die Medizinerin entdeckt im Bauchraum Auffälligkeiten, die den Verdacht einer Entzündung erhärten und dringend weiter abgeklärt werden müssen. Ankes Tochter ist von den vielen Informationen verwirrt und fragt sich, was im Ghana-Urlaub ihrer Mutter bloß passiert sein könnte. Okay, da hängt was in die Gallenwege rein. Das staut so ein bisschen an. Okay, ich mache mal direkt ein Bild. So, okay. Erstmal fertig? Jo. Ja. Und dann kann man sehen, da ist gestaut hier in dem Bereich. Ne? Und hier, das ist die Leber und die Gallenblase ist, die zeigt sich halt irgendwie ganz, stellt sich ganz gut dar und da ist einfach Druck drauf. Da sind die nachgeordneten Wege sind einfach gestaut. Im Ultraschall habe ich eine Raumforderung gesehen und eine Raumforderung macht immer eine Verdrängung und eine Kompression von anderen lebenswichtigen Strukturen in dem Bereich. Und deshalb war es wichtig, dass man nach dem Ultraschall auch direkt das CT machen konnten, damit wir da einfach eine Klärung der Diagnose haben. Mutter Anke muss nach der bildgebenden Untersuchung auf der Intensivstation behandelt werden, wo der diensthabende Arzt gleich die Testergebnisse besprechen möchte. Zuvor will Tochter Ina aber von ihrer Mama dringend wissen, ob sie womöglich auf einen Liebesbetrüger hereingefallen ist. Wie geht's dir? Ach ja, ich bin schlapp. Es tut noch vieles weh. Ja, das ist normal. Ich glaube, ich bin ganz gut aufgehoben. Ja, es ist auf jeden Fall aber wichtig, dass wir hingekommen sind. Aber du musst mir bitte jetzt mal einen Gefallen tun. Sei einfach mal ehrlich. Ich versuche die ganze Zeit schon rauszufinden, was passiert ist. Du bist, seitdem du aus Ghana wieder bist, einfach überhaupt komplett neben der Spur. Klar ist die Situation dafür, aber ich versuche, was raus, dich zu fragen, was mit dem Typen ist, der angerufen hat. Also, keine Ahnung. Ja, du sollst es auch wissen. Also, ich habe mich in Ghana in einen ganz tollen Mann verliebt. Mhm. Und der ist in Ghana geboren, ist dann aber ausgewandert und stell dir vor, der lebt in Köln. Das wäre so perfekt gewesen. Wir hatten so eine tolle Zeit und auf einmal war es dann komisch. Ich erreiche ihn nicht mehr, der hätte heute zurückfliegen sollen. Und wenn ich so drüber nachdenke, das war auch dann in Ghana schon so eigenartig. Der hatte dann immer irgendwelche Termine und keine Zeit. Wer weiß, vielleicht sollte es einfach nicht sein. Hast du dem jetzt irgendwie Geld geschickt oder das für den Flug? Oder? Nein, ich bin doch nicht bescheuert. Ja. Aber es tut mir auch echt leid. Also, es tut auch weh, aber besser jetzt. Er hat ja angerufen, vielleicht wollte er. Ich meine, klar ist das mit den Terminen und so komisch, aber vielleicht wollte er sich einfach mal melden und was erklären. Ich glaube nicht dran. Ich glaube, das war's. Ich meine, es erklärt sich natürlich dafür, dass du dann total neben der Spur bist, aber deine alte Mutter hat Liebeskummer. Frau Walser hat mir schon sehr leid getan. Sie lag mit einer Bauchspeicheldrüsenentzündung hier, hatte starke Schmerzen. Dazu kam noch ihr großer Liebeskummer, wovon sie ihrer Tochter erzählt hatte, die natürlich vorerst von gar nichts wusste und sich große Sorgen gemacht hat, warum die Mutter so traurig war die ganze Zeit.
Doch das Blatt hat sich dann noch gewendet. Aber wie sieht vielleicht... Moin, Börner, der Stationsarzt. Kurze Frage, ich habe da jemand aufgegabelt, ein Herr AD, der wollte zu Ihnen. Ist das okay, wenn er mit rein kann? AD? Hier. Na? Ist das okay? Bist du, Herr? Ha? Ich werte das als ein Ja. Das ist er, ja. Das war der Tochter. Hi. Hallo. Ich denke, Sie dürfen reinkommen, oder? Ich glaube auch. Frau Walser, er kann rein, oder? Ja, bitte. Ja. Was ist los? Du hast es nie gemeldet. Ich habe so oft versucht, das zu erreichen. Ja, du siehst. Ja, ich bin dann einmal zu spät rangegangen. Ich war ja dann selber ein bisschen überrascht, weil ich das Bild nicht kannte. Und ja, du weißt, wie es mir fühle. Was ist passiert? Du weißt, wie ich denke über dich. Das Zeit, wir haben miteinander gehabt. Ja, sie war wunderschön. Ja. Und es war in Ghana, aber das war nichts auf Urlaub da. Aha. Was war los? Meine Ex-Frau. Deine Ex-Frau? Meine Ex-Frau musste besuchen im Krankenhaus, weil sie ist sehr krank. Ach, das tut mir leid. Und deswegen war es da. Okay. Weißt du, und es wollte das nichts vernachlässigen, aber ja. Es muss mindestens wissen, wie ihr geht. Ich bin froh, dass du da bist. Ich freue mich. Es freut mich auch. Es freut mich auch. Wie sieht es aus? I mean, was? Genau, das ist der Grund, weswegen ich eigentlich gekommen bin. Also, Dr. Börner ist mein Name, ich bin der Intensivarzt hier, für Sie jetzt zuständig. Also, mal das Gute vorweg, mit dem Herzen ist alles in Ordnung. Das EKG ist super und auch die Laborwerte, also es gibt ja auch Herzinfarkte, die man im EKG nicht sieht, auch das ist in Ordnung. Die andere Sache, ich habe gehört, Sie waren in Ghana im Urlaub. Ja. Auch keine Tropenerkrankung, kein Malaria, das haben wir mal zur Sicherheit, weil Sie aus einem Gebiet kommen, noch mal einen Test gemacht. Auch nichts. Jetzt kommt das Aber. Sie haben tatsächlich was. Und das kann auch mal gefährlich sein. Sie haben eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse, eine sogenannte Pankreatitis. Ja? Meistens kommt die zustande dadurch, dass dieser Gang, also wo das Sekret abläuft, die braucht man zum Verdauen, dass der blockiert ist. Meistens sind es Gallensteine. In Ihrem Fall ist das aber eine Zyste, also eine flüssigkeitsgefüllte Blase, die da in der Nähe der Leber sitzt, die eigentlich nicht schlimm ist. Aber in Ihrem Fall drückt die eben auf den Gang drauf. Und deswegen gab es halt einen Rückstau und dann hat sich quasi die Bauchspeicheldrüse entzündet. In den meisten Fällen, knapp 70%, verläuft so eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, wie in diesem Fall, nicht lebensgefährlich. Man kann sie therapieren mit Antibiotika und mit genügend Flüssigkeit. Die Gefahr besteht aber immer, dass es zu einer sogenannten nekrotisierenden Pankreatitis kommt. Salopp formuliert, quasi die Verdauungsenzyme der Bauchspeicheldrüse dauen die Eingeweide an und das kann zu einer schweren Infektion, zu einer Sepsis kommen, zu einer Blutvergiftung und schließlich zum Tod. Ach und noch was, ich war wieder der Spielverderber, er hat Blumen mitgebracht, aber die dürfen wir leider auf Intensivstation nicht haben, ne? Die kriegen sie dann, aber die sind schön, super schön. Und fürs Herz ist er jetzt da. Deswegen. Die Bauchspeicheldrüsenentzündung von Patientin Anke wurde erfolgreich behandelt und ihre Zyste hat sich zurückgebildet. Die 55-Jährige war bald wieder wohlauf und hat in Urlaubsbekanntschaft AD die Liebe ihres Lebens gefunden.